Der Postillon-Wochenrückblick. Montag. Die Frau, die seit 14 Jahren den Klimaschutz ausbremst, lobt die für den Klimaschutz streikenden Schüler. Kanzlerin Angela Merkel, deren industriefreundliche Politik seit ihrer ersten Wahl 2005 dafür sorgt, dass die Klimaziele nicht erreicht werden, wünscht den Jugendlichen viel Erfolg bei ihrem aussichtslosen Unterfangen. Dienstag. Das Bundesland Berlin führt die vierte Toilette ein, wo in der Vergangenheit lebende Politiker dumme Witze über Minderheiten machen können. Zwar gibt es nur wenige solcher Politiker, aber als Randgruppe müssen sie besonders geschützt werden. Mittwoch. Die Fastenzeit beginnt. Dieser Teenager aus Regensburg wird nun 40 Tage lang auf Obst und Gemüse verzichten, um zu zeigen, dass auch er bereitwillig Opfer bringen kann. Donnerstag. Die vom Systemfußball der Jogi Löw-Ära enttäuschten ehemaligen Nationalspieler Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels gründen die Alternative Deutsche Fußballnationalmannschaft, kurz ADF. Trainer wird der langjährige DFB-Kritiker Michael Ballack. Außerdem Rätsel um Kostenexplosion gelöst. Segel der Gorch Fock bestehen aus hunderttausenden 500-Euro-Scheinen. Und German Quality soll Amerika wieder großartig machen. Donald Trump vergibt Grenzmauerbau an die BER Baugesellschaft GmbH. Das war das Wichtigste der vergangenen Tage. Bis nächste Woche.